Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Ja, im letzten Part haben wir das dritte Juwel bekommen von Audrey. Genau, von jemand anderen. Ja, und dann ist wieder Vegas aufgetaucht. Und hat das Juwel geschnappt. Ja, nur um sein Fang zu bekommen. Alles klar. Jetzt sind wir bei Hoppel die Hüpf. Hoppel die Hüpf? Ist ja, das war. Da sehe ich Grashüpfer. Grashüpfer. Oh. Oh, schön. Ich hasse Insekten. Ich auch. Sie sind böse. Ich habe gestern durchgehört, als während der Aufnahme hier irgendwie so ein Ding krabbelt ist, ey. War das eine Spinne? Nee, da war irgendwie sehr unbedeutendes. Nur was ganz Kleines, aber trotzdem hat mich genervt. Sind nur da, um uns zu nerven. Bist du, ey? Du siehst aus wie. Was soll das? Ja, diese einen Dinger hier aus 3D World. Die sind ähnlich, ne? Diese Aale. Diese Aale? Tut gar nicht weh. Sie tun noch nicht einmal weh. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Nein. Nein. Lep. Lep. Das ist eine Frische. Schnecke. Schnecke. Das sind Schnecken. Was? Oh. Nein! Ich hab daneben geworfen. Oh. Gut. Nochmal los. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir sollen auch Früchte essen und nicht Yoshis. Na warte. Ich bin auf dich drauf. Ja, töte ihn. Haha. What a funny story, Mark. Ja. Sehr, ne? Ja, die gehen leben. Ah! Oh, okay. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, die irgendwie so abprallen zu lassen. Ja. Ich mag die blauen Eier. Sie geben Eier. Aua! Der kann mir doch wehtun. Die Musik ist so Crash Bandicoot irgendwie. Ja. Komm daher! Ab ist dich! Wisse er sich. Der Wurm ist weiter. Oh Gott. Ich wurde zerquetscht. Oh Gott! Haben wir gar nicht gesehen, ne? Oh mein Gott! Oh Gott! Nein! Wir haben schon einen verpasst. Was? Wir haben die erste Blume verpasst? Wie ist das denn möglich? Oh. Au! Aua! Warum ist man... Nein, wir mussten ein Herz zurücklassen. Oh. Nein! Wie wäre Yoshi's Crafted World oder Snake? Oder Crash Bandicoot? Genau. Danke. Bleib weg. Bleib weg! Ja, so gut, dass man so schnell werfen kann, ne? Das ist mega. Hier, wie ein Maschinengewehr hier. Irgendwie voll aggressiv, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da unten was ist. Wo der Wurm rauskommt. Okay.
Nein. Nein. Du hast einfach nur davon, wo wir gekommen sind. Tatsächlich. Guck dir diese Schnecke an. Und das. Das hat mir nicht gefallen, so wie ihr geguckt hat. Ja, wo müssen wir hin? Da oben. Ja, das ist ein Geschenk. Das sind Eier. Sache. Ich hab keine Eier! Ich hab keine Eier! Nein, ist das Ding davor. Ich hab Geschenk trotzdem getroffen, was? Oh gut. Nein, nicht auf mich. Also ein Feuer. Vor, aber. Dann sollten wir weitergehen. Nein. Nami? Oh, hier ist noch ein bisschen. Hier muss doch irgendwas sein. Aua. Ja, weiter nach oben. Das ist so cool. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens, ey. Auch wenn ich nur ein Herz habe, ich habe den Spaß meines Lebens. Wow. Nein! Sag doch mal hier! Mach mal ja! Ich war schon fast oben, ey. Boah, das ist ja schon... Was? Du blödes Vieh, ich komme gefährlich hier runter. Da. Nein! Nein! Nein, das gibt's da jetzt einfach nicht. Geh weiter nach oben. Boah. Okay. Okay. Nein! Oh mein Gott. Muschen, ne? Boah. Wenn jetzt endlich los. Der Baum wollte da Mushino bei mir machen. Mitten gegen die Fresse. You're already dead. What? Okay. Das war ein skilliger Wurf, ne? Hast du den gesehen? Ich will jetzt mal schauen, ob ich meine Sachen auch damit einsammeln kann. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja. Ja. Kommt der? Ja. Wo bist du? Nein, ach nee. Haben wir mal die Mütze. Ja. Nani. Da müssen wir mal raus, glaube ich. Wie kommen wir da unten hin? Erstmal müssen wir den hier loswerden. Erstmal müssen wir den Kollegen hier loswerden. Was? Oh. Oh. Aber die Mütze. Der Forscher hat mich getötet. Nani? Ne? Ja. Das ist ja so. Nani? Ja, fertig. Ja, komm, weg. Warte, Moment. Oh. Nein. Nein, das hab ich da noch ein Zebra gesehen. Du musst doch gerade noch töten. Schön, ja. Die Tiere sterben aus, weil wir sie umbringen. Genau. Denk, was erwartet ihr? Dass die Regierung das macht? Nee. Das waren ganz allein wir. Ich will 20 Herzen. Au. Also. Okay, nächstes Level.
Züge. Oh. Dschungeltour Match. Oh. Match Level. Okay. Okay. Wir auf den Zug. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Nee, warte. Gehen wir voll schnell wahrscheinlich ein Level. Wir sehen, was müssen wir überhaupt machen? Wirf Eier auf die Tierziele. Es gibt eine ganze Menge davon. Okay. Okay. Eine Schussgalerie. So, wer geht hoch? Ich hier rechts. Du möchtest nichts. Ja, komm mal her. Na, wir haben sogar so Ziele und so. Ich bleib einfach noch alles abschießen, ne? Ja. So schießt man. Oh, 100. Hab ich gewonnen. Das ist ein 50er. Schau mit mir. Das ist noch ein 100. Schau mit mir. Ich will aber auch nur 8000, ne? Keine Ahnung, ich hab nicht mehr so. Das sind 300er. Ich glaube, keine Eier. Was ist das? Ja. Na, und da sind wir hier. Ich hab die gar nicht von hier aus. Oh. Da sind Münzen. Oh. Und Herzen. Warum schießt du an mich ab? Ja. Signale? Ja. Da sind wir auch noch einer. Schon Bock. Oder? Schenk, ja, auch voll Bock, ey. Also so habe ich mir eine Safari-Tour auch vorgestellt. Ja. Man steigt einfach irgendwo ein und schießt alles ab. So läuft das. Man schießt ja die wilden Tiere ab. Na. Und man guckt die nur an. Man guckt die nicht an, man wirft sie ab. Mit Eiern. Das ist ein cooles Level. Das ist, glaube ich, ein reines Level. Das wird ein reines Level. Stimmst du mir zu? Ja. Da hinten ist noch ein Level. Genau, ich fand gar nichts irgendwie abgeschossen, also das ist gut. Ah, das Ding ist mir im Weg. Hey, wir haben alle Münzen. Ja, ich habe keine einzige davon gesehen. Ja. Die sind in diesen Boxen drin gewesen. Nein, wir haben nein. Und wir sonst Blume. Nee, wir haben glaube ich alles. Wir haben 8000 Punkte und wir haben glaube ich, lass mich eben gucken. 20 Herzen. Aber wir haben alles. Wir haben alles. Nice Sache. Gerade die Level, wo wir die mal ruhig öfter halten spielen können. Ja, die sind immer so schnell vorbei. Die kriegen wir immer perfekt hin. Ich krieg Krise. Nein, genau was. Nein. Ich glaube, das Level ist zu Ende. Ja. Ja, das Level ist zu Ende. Schön. Schönes Level. Das habt ihr gut gemacht, Nintendo. Wow. 8500. Joink. Joink. Mann, sind wir gut. Also so müsste man wirklich eine Safari-Tour machen. Oder so eine Dschungeltour. Genau. Oh, man schnappt sich Eier und dann wirft man auf die ganzen Tiere. Also. Oh, dann geht's im nächsten Part wieder zum Bosslevel, oder wie viele Minuten haben wir? Wir haben erst 15 Minuten. Okay, gut, dann machen wir erstmal Geld reinwerfen. Erstmal Geld. Geld. Geld.
Here, shut up and take our money. Boah, das erste war. Yeah. Schön. Schön. Funke. Glitzerchen. Ein Okoragon. Giraffe. Das ist ja eine Giraffe. Was mit rosa Blumen? Schlangentonne. Okay. Dschungellaster. Oh. Ein Frosch mit blauen Blumen. Punktgarte. Hoi. Hoi. Was ist das denn? Hoi. Einfach nur so Konfetti gegen jemanden. Das sieht mir aus wie Stroh. Oh, warum liegt da Stroh rum? Den Rest könnt ihr googeln. Ja. Ja, direkt weiter, ne? Ja, da brauchst du nicht sehen. Blablabla, Orangenkoko. Nashorst. Warum Nashorst? Was? Was? Was denn für ein Name? Und ihr seht sehr dick aus, hier bestimmt viele Blumen. 20. Viel langsam mit den Blumen, ey. Da ist er so. Ja, ja, mir ist blendend. Ja, ich mach Platz. Bla 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 bla. Bla bla. Hui. Ja, wie habt ihr hierher gefunden? Ja, da waren so Level und so, ne? Ah. Das ist ein Traum-Event, verstehe. Da war ein Kerl in blauer Kutte an dem Bahngleis im Dschungel. Das könnte doch jeder sein. Er hat sich wohl mit irgendjemandem über irgendwas gezankt. Da muss man einen kühlen Verstand und scharfen Kopf behalten. Oder so ähnlich. Einen kühlen Kopf und scharfer Verstand. Andersrum, Kumpel. Was ist es? Oh Gott. Ah! Okay. Da macht mir jetzt irgendwie Angst. Schwarzer Hai. Oder Krokodil, weiß ich. Das scheint mir eher ein Krokodil zu sein, aber wie auch immer. Schon wieder ein Boss-Level. Wow, wir hatten ja erst vor den letzten beiden Parts ein Boss-Level. Ja, innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, 3 Boss-Battles hier. Ja. Ja. Oh, wollen wir Zug rennen? Hey. Was? Wer will's sein? Wow, das Teil ist hier voll krass, viel cooler als mein Schlitten. Ich will einen Riesenzug. Euer Zerscheitern. Unser vorrangigstes Ziel ist die Suche nach den. Aber ich will so einen Riesenzug. Meiner ist viel zu klein und zu uncool. Ich will einen Krokozug. Ich will. Dazu ist keine Zeit, eure Dringlichkeit. Wir müssen die Juwelen finden. Ach du, mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Krokozug. Jetzt sofort! Das kommt gar nicht in Frage, Mann. Du bist so fies und mies! Genug, heute bestimmt ich. Wie Team Rocket, die kriegen irgendwie nichts auf der Reihe. Hey Yoshi, steht da nicht so dumm rum. Hilf mir gefälligst. Hier lass doch nicht zu, dass Kame sich so mit mir umspringt, oder? Für wen seid ihr? Für mich oder Kamek? Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, erstmal von Bowser Jr., weil er ist eigentlich, beziehungsweise Baby Bowser, weil er ist eigentlich der Chef hier. Sagen wir, was haben wir für dich? Gib dir einen Krokozug für Smash. Ja. Wie das aussehen wird, ey, wenn er mit so einem Zug hier kämpft. Na gut, wenn alle drauf bestehen, mache ich halt dieses dumme Ding. Aber ich warne euch um schließlich, das werdet ihr freuen. Posen! Ja. So ein Transformer wieder. Ja, Autobots, transformiert euch! Ja, dein Zug mit einem
Juwel verschmolzen. Oh nein. Oh nein. Schlimmste Art von Kombination. Ja. Krokolok. Erinnert mich irgendwie an einen Cut aus Mario Kart Double Dash. Nur da hieß sie Krokolok. Oder wir mal echt ein Rennen. Ja. Komm, die schnappen wir uns. In den dunklen, düsteren Tunnel ein. Ja. Sieht mir aber gar nicht so dunkel und düster aus, wenn ich mal so sagen darf. Au! Aua! Was müssen wir doch machen? So, ich weiß, was er ist. Da. Zack. Seine Nase. Ja. Oh Gott. Ja. Macht unseren Zug kaputt. Wie kann das wagen? Ich da am Kopf gekratzt. Hallo? Ich muss mich am Kopf kratzen. Wo fahren die mit Rokratz hier? Warum fahren die mit Rokratz? Okay. Was? Ja. Ich ziehe schneller mit den Eiern als mein eigener Schatten. Moment mal. Ja. Da muss er ausrechnen. Der Boss ist relativ leicht. Ja, ich bin alle irgendwie sehr einfach. Oh du. Oh Gott. Bleistifte. Stärke 5, Bleistifte, nein. Nein! Die sind sehr scharf angespitzt, pass auf. Oh Gott. Gott, er hat sich gebissen. Wie kann das wagen? Jetzt bin ich wieder da. Er hat dich zu Tode gebissen, ey. Scharfe Bleistifte. Nein! Bam. Ich habe ihn dreimal getroffen und er ist down. Mann, war das ein leichter Boss. Nintendo, eure Bosse sind zu leicht. Ja. Muss doch etwas Herausforderung sein, Mann. Ja, ein bisschen. Ich sterbe. Boah, das pinke Juwel. Pink. Das sind Männer unter den Juwelen. Ja. Wie wir alle wissen, pink ist die männlichste Farbe der Welt. Blau ist die beste Farbe der Welt. Aber pink ist die männlichste Farbe der Welt. Pinkes! Oh, Schinden. Oh. Schinden verkrüppeln. Gerne fressen. So ein Fame-Fuzzi, ey, ne? Das ist schlimm mit denen, ne? Oh. So, ihr Lappen, ich hab hier schon wieder weit. War es nur eins. Und jetzt die Sonne sogar am Lachen. Sie haben schon so viele gefunden. Höchste Zeit, den doofen Yoshis die Juwelen zu stehlen. Beruhigt euch bitte eure Ungeduldigkeit. Ich habe eine bessere Idee. Wir verstecken uns in der Nähe des letzten Juwels. Und dann... Ja, was dann? Genau. Ja, genau. Was dann? Dead. Not a big surprise. Ha! Ich muss mal den nächsten Mal aufschließen. Wir haben... 24. Ist schon eine Weile her, hm? Schön euch zu sehen, ihr Kerlchen. Dieser sind die schon einige Turmjuwelen gefunden. Ich glaube, gleich ein Stückchen weiter ist noch eins. Passt auf euch auf, Kerlchen. Nimm mich nicht, Kerlchen, Alter. Alter, geh weg. Nenn mich nicht alter Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Alter. Außenorbit? Warum muss man jetzt bezahlen? Cool. Ich muss mal eben sehen, halt. Wo ist denn das? Ui. Uiuiui. Da ist aber noch was. Da ist auf jeden Fall, nehmen wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber so viele kommen da gar nicht mehr. Natürlich ist das grüner letzte Ui. Warum muss es grün sein? Warum ist es nicht blau? Weil blau nicht das erste?
keine Ahnung. Stimmt, blau war das erste Juwel. Oh. Da sieht man die Rangfolge der Farben. Hierarchie. Du bist nicht höher als ich. Ich mache dich aber nicht so wichtig, ist das klar? Okay, aber in der nächsten Folge erstmal geht's in den Weltraum. Ja, geht's in den Weltraum, in der Welt Außenorbit. Countdown zum Abflug. Auch im nächsten Mal. Bis dann und ciao. Tschüss, Zikowski.